Und Gavin Price wird dieses Match eröffnen. Ja, die Zuschauer sind schon da. Sind schon da an. Man wird hier vor allen Dingen für Suzuki brüllen und gegen Price. Der startet aber perfekt. So kann man damit auch umgehen. Zu null. Muss auf Doppel 10. Wir treffen nicht. Zum Break. Sollte man sie nutzen. Tom Price tut sich weiter schwer. Nochmal Doppel 10. Jetzt hat er sie. Ein suffisantes Lächeln im Gesicht des Verlesers. Ja, wieder drei Darts für Mikoto Suzuki. Ja, ist das weg. 1-1. Bringt ihr den Aufschlag hier also direkt nach Muss? Nein. Tops für Gavin Price für 142. Ja, das ist ein starkes Finish. Weil er eben. Aber ja, der macht jetzt richtig Druck. Ja. Platz hin. Ja, der ist packt nochmal nach und jetzt die Chance 2-2. Ja. Wahnsinn! 116. Also ich weiß nicht, ob Gavin Price dieses Lachen bald vergehen wird, aber kommt die Grafik nicht hinterher. Ich frag jetzt Doppel 10. 71 Rest. Doppel 5 für Gavin Price. Müsste eigentlich. Ja, eine gute Zahl für ihn sein ist direkt neben der Tops. Ja, er schüttelt sich jetzt nochmal. Doppel 10. Dich, Doppel 12. Zum Break. Doppel 6. Knapp daneben. Doppel 5. Das ist halt das Problem an der Doppel 5, wenn man die Single trifft, hat man kein Doppel mehr. Ja, dann verstellt sie sich komplett und stellt sich auf 3 Rest. Aber ich denke mal, Gavin Price wird sich das jetzt hier nicht mehr nehmen lassen. 3. Aber auch er mit dem Fehler als erstes. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das ist die Doppel 1. Wahnsinn, Schuss. Nicht nervös. Gavin Price, der will es jetzt aber wissen. Nach 240ern jetzt. Seine erste 180 in diesem Match. Tops. Doppel 10. Jetzt hat er sie, Gavin Price, und damit auch. 19 für die 170 zum Stellen. Oh, 170. Ja, die wünscht er sich jetzt natürlich. Chance auf Tops. Matchstarts. Der zweite. Auch nicht. Fürs 4-4. Nochmal Matchstart zu Price auf Doppel 10. Matchstart Nummer 4. Und der ist es für Gavin Price. Aber es war ein hartes Stück Arbeit für den Titelverteidiger. 5-3 Mikoto Suzuki, die sich hier sehr, sehr teuer verkauft.